Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Grombrindal, dem weißen Zwerg, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, wo wir exakt null Geld gerade eben jetzt hier pro Runde machen. Das ist auch mal etwas, was ich selten sehe. So, wir holen uns Harkaldra wieder. Und das können wir spielend einnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie wir da 151 Mann verlieren konnten. Hä? Ernsthaft? 27, 34, 45, 55, 63, 73, 77 haben die gekillt. Wollt ihr mir erzählen, der Rest war Friendly Fire? Wie? Ich meine, das Ding hat keine Türme. Ich glaube, das ist noch ein Fehler. Ich glaube, das Ding berechnet hier noch Türme mit rein, obwohl keine da sind. Das ist ja mal... Alter, das ist frech. So, wir haben den Gyrobomber, den Himmelshammer. Nett. The Dwarfs need me. Mal überlegen. Gibt es irgendjemanden, den ich jetzt hier nicht unbedingt brauche? Ich weiß nicht, ob der Himmelshammer wirklich so gut ist. Ich muss mir gleich mal im Detail anschauen. So, wir machen jetzt hier nochmal ein bisschen mehr gezeichneter Veteran. Er bekommt halt noch mehr Klingenschild nachher. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ich möchte auch gerade mal gucken, wie es jetzt eigentlich hier mit Ausrüstung aussieht. Er hat ja hier schon eine ganze Menge genommen. Der Rubinring der Zerstörung bringt ihm nicht so viel. Der große Obsidian auch nicht. Komm, ich lege die beiden hier mal. Das können ja Zwerge nicht, stimmt. Ich habe vergessen, dass Zwerge das nicht können, aber wir können Sachen neu schmieden. Und wir haben immer noch keine guten Ausrüstungsgegenstände, die wir schmieden könnten. Ne, also das, diesen Standard-Crap hier, ganz im Ernst, den kann man nicht ernst nehmen. Das kann nicht der Ernst sein, das zu bauen. Oh, ich habe halt nicht mal Eisen, ne. Hier, warte mal, ich könnte das Stein oder Zepter machen. Geil, das könnte ich machen. Verursacht starken magischen Schaden, mittlere Wirkung stark gegen einzelne Einheiten. Das kann ich machen. Das steinerne Zepter. Immerhin eins. Wenn wir noch Pelz hätten, können wir noch das Horn der Ahnen machen. Wie sieht's hier aus? Das sind diese entsprechenden Meisterrunen. Verursacht mäßigen magischen Feuerschaden. Wirksam bei geringer Reichweite. Boah. 25 Nahkampfangriff. Meisterrune des Trotzes. Kämpft von Schaden zu. Aber ich glaube, das habe ich doch ohnehin schon. Mehr Rüstung, Geschwindigkeit. Mehr rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Das spare ich mir momentan alles noch. So, wir haben jetzt hier dieses Zepter. Und ich glaube, dass wir uns im nächsten Mal um die Missionen jetzt mal kümmern sollten. So, Stein und das Zepter ist da. Rubinring der Zerstörung, Trank der Geschwindigkeit. Jetzt gucken wir mal, was er hier hat. Ich gebe ihm mal den Rubinring der Zerstörung, auch wenn er nicht wirklich was damit anfangen kann. Ja, also er hat wirklich nicht viele Möglichkeiten. Hier ist nochmal eine Zwergenbraut. Alle Einkommen aus allen Gebäuden. Bringt mich nicht wirklich weiter. Jetzt muss ich mir ein bisschen Sorgen machen, denn theoretisch könnte hier noch einer stehen und jetzt hier ranmarschieren. Ne? Ich gehe hier vorsichtshalber nochmal raus, damit hier keine Katastrophe passiert. Also ein oder zwei Runden mal kurz regenerieren und dann können wir hier losschlagen. Ich werde hier kein Geld ausgeben. Merkt ihr, wie mühselig das ist, alleine diese eine Siedlung hochzuziehen? Es ist echt heftig. Also diesen einen Siedlungsverband, unsere Hauptstadtzone. Es geht halt einfach nicht schneller. Das ist krass. Endgame-Units sind eher was Science-Fiction-Technisches. Hier gibt es wieder die nächsten Dunkelelfen. Also was ich gemerkt habe gegen die Dunkelelfen, sind die Slayer echt gut, weil sie so schnell sind. Und es geht halt so weiter. You know who I am. Es geht so weiter.
Das wurde hier sogar noch verlangsamt. Pyrosieg ist klar. Also ist das jetzt eure Standardart, eine Armee aufzustellen? Ich frage schon, Freund. Die machen ja nur noch Schatten gefühlt. Ist ja nur noch eine riesige Schattenhorde. 3 Speerträger und 1 Million Schatten. Wenn ich jetzt nur noch Slayer hätte, würde ich die sowas von weghauen. Oh Mann. Ich habe eine Idee. Ja, das ist mein Plan. Ich stelle meine Hauptkampflinie hier auf. Euch davor, damit ihr nicht so leicht abgeschossen werdet. Die Artillerie stelle ich noch mal ein bisschen weiter nach hinten. So. Bitte in derselben Gruppe bleiben. Du stehst hier. Du stehst hier. Ihr sollt nicht davonlaufen. Grombi steht dem Ganzen hier vor, so wie du hier auch noch mit dabei bist. Okay. Ich könnte jetzt hier echt sowas wie Grenzläufer gebrauchen, ne? Einheiten, die auch so rumschleichen. Wie weit kann die Artillerie ballern? Bis da. Rückt mal ein Stückchen vor. Ich frage mich halt, ob die jetzt hier auch schon rumschleichen. Das sehe ich halt noch nicht. Reicht immer noch nicht. Okay. Dann geht nochmal die paar Schritte vor. Ich will ja den Feind einfach nur dazu bewegen, dass er in die Offensive geht. Kann die Arti schießen, wenigstens eine? Nö. Muss also nochmal einen Schritt vor. Das darf nicht wahr sein. Jetzt kann sie schießen, wenigstens eine. Geh nochmal einen Schritt vor mit allen. So, jetzt können sie beide schießen. Es sind halt so elendig viele. Okay, die werden getroffen, gut. Irgendwann mal müssen sie ja die Nase voll haben. Und dann angreifen. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Aber ich muss halt drauf warten, bis die jetzt hier alle am Start sind. Bis ich weiß, dass, wo der Gegner ist. Kann es mit denen nicht schon rausgehen? Schießt weiter.
Oh, wo sind die? Also wenn ich der Spieler, wenn ich jetzt die Seite wäre, dann wäre ich schon längst hinter mir, aber das passiert jetzt hier zum Glück nicht. Also die Speerträger kriege ich jetzt hier schon rausgeballert. Die werden auf dieser Linie hier gerade eben irgendwo rumlaufen. Irgendwo hier. Vermute ich ganz stark. Hier wird schon irgendwas gezaubert von ihr. Immer noch nichts. Sind die jetzt alle hier in diesem Wald oder wie? Es geht los. Vorwärts. Holy moly, Freunde. Werft eure Granaten, kommt. Dann haben es die jetzt hier schon hinter sich. Ihr schießt auf die da. Eindrehen. Hier sind zu viele dran, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Oh, die da drüben, die haben einen echt schweren Stand. Die rennen weg, gut. Da muss ich jetzt auch noch rüber. Nice. Holt's euch. Feuer frei. Ich versuche mal das steinende Zepter da jetzt mal runterzuschmeißen. Mal gucken, ob da was trifft. Und vor allem, was da trifft. Okay. Ja, auch das hier kriegen wir in den Griff. Holy shit. Das sind auch wieder welche. Holt sie euch. Holt sie euch. Oh, gewonnen. Wieder gewonnen. Sag mal. Warum kann ich da nicht klicken? Jetzt kann ich es komischerweise. Ey, das waren wieder Verluste, noch und nöcher. Guck mal, ob ich die jetzt noch kriegen kann. Ihr verfolgt dir noch, ihr verfolgt dir noch. Also, das ist halt echt der Witz. Ach nee, die Schreckensperre, da bin ich auf jeden Fall schneller. Gut. Geschwindigkeit hoch, mal gucken, ob wir noch was kriegen. Feuer. Bumm. Sehr gut. Nochmal wunderbar denen in den Rücken geballert. Die Kommandantin ist gefallen. Den Rest werde ich nicht mehr kriegen. Ah. Wisst ihr, das Problem ist, die haben doch garantiert schon wieder ganze Armeen aufgebaut in der Zwischenzeit, wo ich jetzt hier eine vernichte, baut die doch gefühlt zwei Armeen auf. Dieses Mal waren es aber eher die Zwergenkrieger, die richtig Schaden bekommen haben. Und nicht die Slayer. Mich wundert das ehrlich gesagt. Okay, die standen offen. Ich glaube tatsächlich, dass die KI ein bisschen überrascht wurde durch mein Manöver. Die haben ein, zwei Salven gefressen und dadurch schon eine Menge Lebenspunkte verloren. Und die Slayer halt nicht.
Gold und Eidgold, bitte. Jetzt frage ich mich halt, ob da noch ein Gegner in der Nähe ist. So, Feindesjäger wäre gar nicht schlecht in diesem Zusammenhang jetzt. Eidgold aus Gebäude, hätte ich auch nichts dagegen. Das hier brauche ich eigentlich nicht. Geschossresistenz. Ich glaube, dass... Charaktererfahrung Helden in Armee des Kommandanten. Ich will jetzt, dass er anfängt, seine Erfahrung zu teilen, dass die anderen, dass der eine andere Kommandant auch noch besser wird. Geil. Ich verliere nicht meine Unit, das ist das Wichtige. Und zurück. Okay, wir wissen jetzt, dass hier nicht mehr viel ist. Momentan zumindest nicht viel ist. Ich korrigiere auf jeden Fall schon mal meine Aussage. Der kann auch noch Mentor ab Stufe 30 werden. Mit allen anderen aktiven Helden desselben Typs erteilt er dann seine Erfahrung. Das ist natürlich mega geil. Ja, gucken wir mal, dass jetzt hier noch die Rüstungsrune machen. Wobei ich kaum zu diesen Runendingern komme. Ne? Also diese Kämpfe hier sind gerade eben so hart micro, ich komme kaum dazu, Sonderfähigkeiten einzusetzen. Ich muss so viel micron. Und ich habe einfach kein Geld. Das ist hier gerade eben echt das Ätzende daran. Ich könnte hier noch etwas rausnehmen, um nochmal... sowas hier zu errichten. Dann würde ich nochmal 400 Ocken mehr machen. Okay, nächste Forschung. Ja, ich fange nach wie vor mit Grenzläufern sehr wenig an. Unterhalt für Artillerie reduzieren. Es ist nicht viel Geld, ganz im Ernst, aber es würde ein bisschen was bringen. Ich muss gerade eben einfach auf jedes bisschen gucken, was ich an Geld sparen kann. Ja, Stahlfrost haben wir ja gut entwickelt. Das hier ist immer noch unser. Wird es wohl auch bleiben. Gucken wir mal. Kann ja nur in die nächste Runde gehen und hoffen und beten, ne? Jetzt sind halt die Zwergenkrieger wieder hart angeditscht. Das Problem an dieser östlichen Zone ist, dass da die Siedlungen so nah beieinander sind, dass es verdammt schwer ist, den Gegner irgendwie außerhalb einer Siedlung zu erwischen. Erst recht, wenn es so viele Armeen sind. Ich würde ja so gerne jetzt nach Süden gehen und Nagarond mir wiederholen. Was ich ja nicht halten kann. Aber wie soll ich das machen? Ach, guck mal, wer da kommt. Da kommt Agol. Also das Thema ist ja nach wie vor, wie soll ich das machen? So, wir gehen jetzt mal kurz hier hin. Hier regenerieren wir nämlich nochmal ein bisschen mehr. Das finde ich gut. Wobei, ich könnte die jetzt hier zusammenlegen. Dann sind die voll. Und ich hole mir meinen allerersten Langbart. Stattdessen. Ja, das machen wir. Dann gönne ich mir hier natürlich jetzt noch das Geld. Also das Einkommen. Und dich reiße ich jetzt hier wieder nieder. Dass wer auch immer sich das holt, erstmal angeditscht ist. Also die Hälfte seiner Truppen verloren hat. Aber im Süden Agol muss ich mir dringend holen. Wenn ich halt nur wenigstens eine zweite Half-Stack haben könnte. Also eine zweite Armee, die eine Half-Stack ist. Ist aber gerade geldtechnisch völlig ausgeschlossen. Und wie gesagt, wir haben nicht mal eine super teure Armee. Ja, wobei jetzt mit den Slayern schon ein bisschen. Aber es funktioniert ja auch nur mit den Slayern, weil die einfach schnell genug sind und die unter Druck setzen können. Solange die Dunkelelfen jetzt hier die ganze Zeit diese Schattentaktik einsetzen, bleibt mir da nicht so viel übrig. So, wir gehen hier in den Hinterhalt.
Argol steht hier in der Folterschlucht und hat das Ding nicht mal wirklich ausgebaut. Das Ding ist einfach nach wie vor kaputt. So, wir bauen weiter aus. Es ist halt echt krass, wie ich halt hier einfach zu nichts komme, ne? Ich bin schon fast am Überlegen, ob ich auswandern soll irgendwo hin, wo man irgendetwas Sinnvolles bekommt. Gold oder sowas, ne? Wäre halt wirklich gut, wenn wir jetzt halt dann doch endlich mal die olle Harganest-Stadt bekommen könnten. Da würden wir nämlich Eisen bekommen, da würden wir Gold bekommen. Das wäre richtig gut, was wir dafür bekommen würden. Ach komm, der baut hier nochmal einen weiteren Kommandanten auf. Okay, Erfolgschance für Hinterhalt. Das ist cool. Immerhin hat der jetzt mal geklappt, der Hinterhalt. Der rennt jetzt hier weg, war ja klar. Und ich will jetzt hier natürlich wieder, also, wisst ihr, ich bin mal wieder dazu verdammt, so viel wie möglich selber zu spielen, weil ich ansonsten zu viele Verluste bekomme. Der gegnerische General heißt Halftor Mammutreiter. Ich sehe aber nicht, dass er auf einem Mammut reitet. Wahrscheinlich hat er einmal als Kind auf dem Jahrmarkt auf einem Mammut reiten dürfen, seitdem heißt er so. Oder noch schlimmer, seitdem nennt er sich so. So, wir gehen da vorne hin. Meine gesamte Infanterie. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Wird hier aufgestellt. Gut. Fun Fact, ich könnte die ja da vorne hinstellen, aber was habe ich davon? Denn da vorne ist eine einzelne Einheit Eisenbrecher rumsteht. Das ist dann einfach nur wieder eine einzelne Einheit, die den Tod findet. So, ihr geht dahin und dahin. Nicht davonlaufen. Hä? Warum wählt der jetzt die Einheit aus, wenn ich den hier anklicken wollte? Lol. Mal wieder verklickt und zugenäht. Okay, go. Geht mal dieses Quäntchen vor, das auf jeden Fall oben steht. Ja, hier steht jetzt so oben, wie man halt oben stehen kann. Da kommen's an. Das ist schön. Und da schießen schon die ersten Armbrustschützen. Das Zentrum ist auf jeden Fall, was Armbrustschützen angeht, gut aufgestellt. Da durfte fast nichts durchkommen. Boah, da kam die Salve des Todes. So, du stellst dich da hin. Du stellst dich da oben hin. Du machst jetzt hier einen auf... Musst du eigentlich gar nicht mehr, so wie ich gerade feststelle. Die rennen ja alle schon weg. So, die werfen jetzt hier nochmal ihren Kram auf die Fliehenden. Das wird ein Spaß. Ja, sie brauchen noch eine Weile, bis die Formation wieder eingenommen haben. So, bitte hier aufstellen. Ach, war das einfach. Das ist einfach mal schön, mal wieder sowas kämpfen zu dürfen, wisst ihr?
Und nicht die ganze Zeit immer nur diese blöden Dunkelelfen von Helleborn. Also diese Dampftypis da, die sind schon echt übel drauf, ey. Aber die machen auch Schaden, ne? Rüstungsdurchdringender Waffenschaden 103. Ja, ich muss jetzt hier nicht verfolgen, die sind eh tot. Wir haben ja die Stadt angegriffen. 112 Verluste hier bei den Elite-Slayern. So langsam aber sicher wird diese gesamte Armee weitgehend Elite. Es könnte sich auf Dauer lohnen, jetzt hier vielleicht dann doch mal, weil die ersten Slayer jetzt hier anfangen, dann hier doch Goldstatus zu erreichen, den Goldkram zu aktivieren. Also diese Stufe 7 Belohnung, ihr wisst schon, was ich meine. Auf der höchsten Stufe. Und ich muss endlich dran denken, dass ich jetzt mal diese Questschlachten machen muss. Verdammt, ich vergesse das die ganze Zeit. Weil immer irgendetwas auf der Kampagnenkarte passiert und du nie Ruhe hast. Man hat nie Ruhe. Ich möchte das gerade eben einfach mal festgehalten haben. Mit mega epischen Mimimi. So, okay. Also gut. Dann gehen wir jetzt auf Sammeln. Ne? Weil dann kann ich nämlich hier von Grimnir geehrt noch mehr Nahkampfangriff und Waffenstärke sowie physische Resistenz bekommen. Für meine Elite-Infanterie. Das wäre mein Wunsch. Du bleibst hier immer noch stehen. Das Ding hier können wir aufbauen und ich würde sogar sagen, das lohnt sich. Ich würde jetzt super gerne dieses Gebiet hier wieder, aber das ist ja wieder so mega weitläufig. Also hier ist alles so mega weitläufig, aber auch zerklüftet. Und hier ist alles so mega nah. Also ganz im Ernst, das ist einfach eine der am dichtest besiedelsten Gebiete der Welt. Das ist de facto toll gespielt, was wir hier sehen. Es ist der Oberhammer. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.